Und das war gut so, denn solche Sprüche würden uns sonst entgehen. Ja, der Herr Weiner, servus. Wie? Deine Chancen stehen, dass du wieder zweiter Bürgermeister wirst. Jetzt schaust du erst einmal, dass du in den Stadtrat reinkommst, gell? Weil du warst im letzten Jahr nicht so oft in der Zeitung wie ich. Servus. Es ist schon eines der Highlights des kleinen Nockerbergs hier in Mitraching, wenn der falsche OB dem richtigen OB den Spiegel vorhält. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Der einzige Oberbürgermeister, der vor der Wahl weiß, dass er hinterher immer noch regiert. Haben Sie denn Angst, dass Sie der Herr Schmiedl jetzt und dann demnächst ablöst? Nein, ich finde es gut, dass es ein Double von mir gibt und der dann den ein oder anderen Termin von mir übernehmen kann. Ob das OB-Double bei der nächsten Bürgermeisterwahl gegen ihn antreten wird, warten wir es ab. Die anstehende Kommunalwahl war natürlich eines der Themen des Abends. Genau wie die Landtagswahl und die Bundestagswahl im letzten Jahr. Aber die Krönung ist die Truppenuschi im Verteidigungsministerium. Ich bin mir relativ sicher, nach Gesprächen mit ihr geben die Taliban freiwillig auf und begehen kollektiven Massensuizid. Fastenprediger Hubert Svoboda nahm sie wieder alle aufs Korn, die Politiker und alle Lokalpromis. Nach einem Jahr gründlicher Recherche hat sich auch wieder einiges an Material angesammelt. Herr Erl, da Sie jetzt doch schon anscheinend Fachmann sind, kennen Sie den Unterschied zwischen einem Miniruck und einem Rasenmäher? Ich schon. Klauen Sie mal drunter, dann merken Sie es. Ich finde, die Verwandtenaffäre um den Siebler ist viel zu stark aufgebauscht worden. Im Gegenteil, familienhierarchisch gesehen finde ich sogar eine gute Idee. So war er wenigstens einmal der Chef im Haus, wenigstens am Anstellungsverhältnis noch. Trau dich, hat der Maisky auf sein Wahlplakat geschrieben, trotzdem ist er bei der Wahl erfolglos drin. Die Deggendorfer schreckst nicht so leicht, aber so weit hat dann einer Mut doch nicht gereicht. Aber so weit. Was ist denn jetzt besser, wenn man am Nockerberg erwähnt wird oder wenn man nicht so unterblickt wird? Ich glaube, es ist schon eine gute Gelegenheit, ein bisschen was über sich selber zu hören und zu reflektieren, was im letzten Jahr so gewesen ist. Natürlich, wenn man erwähnt wird, wenn man vergessen werden würde, ist es die Höchststrafe eigentlich für einen Politiker. Aber nicht nur die aktuellen Mandatsträger mussten sich vor einer Schelte fürchten. Auch ein Altgedienter steht irgendwie jedes Jahr erneut auf Svobodas Liste. Der müsste den Stadtrat ein und dann auch gleich zweiter Bürgermeister werden. Er wäre auch besser qualifiziert als so mancher Vorvorgänger. Er studiert ja praktisch Bier, während zum Beispiel der Weinberg-Walter ein Mann der praktischen Anwendung war. Ein bisschen ist es schön, wenn man schon ein alter Knabe wird und außer Dienst ist und noch erwähnt wird. So weit kommen her und werden nicht erwähnt, den stinkt er. Und was in der Fastenrede unerwähnt blieb, das wurde musikalisch aufgearbeitet. Wie zum Beispiel die neue Fußgängerbrücke über die Donau. Was da künstlerisches Potenzial drin steckt. Sie ist praktisch und ein optischer Genuss. Wenn man drüber geht und sie nicht anschauen muss. Über die Brücke musst du einmal gehen. Und so war er auch in diesem Jahr, dem Jubiläumsjahr, ein großer Erfolg der Mitrachinger Nockerberg. Das Publikum amüsierte sich, die Tabletten auch. Ob echt oder gespielt? Allerhöchstes Niveau, kann ich nur ganz herzlich gratulieren. Ich hoffe, Sie senden das ein paar Mal aus, dann haben die Leute draußen auch was zu lachen. Bitte schön, gerne doch. In einer Sondersendung am Samstag, den 15. März 2014, gibt's einen Zusammenschnitt hier bei DonauTV. Dazu gibt's eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer ob du ein Landrat bist oder im Stadtrat sitzt.